So, vorsichtig. So. Und einmal pennen. Och, was hat er? Das ist so das typische Scania-Problem, glaube ich. So ein bisschen Druck aufbauen. Eieieiei. Mit dem Öldruck ist cool. Ja, die Anzeige lasse ich mal. So, nach dem PKW können wir. Interessant. So, wir haben 5.25 Uhr gerade. Angenehme Uhrzeit, würde ich behaupten. Ich mag Anzeigen, die etwas anzeigen und sich dabei verändern. Wie zum Beispiel unten der Öldruck. Kann man das auch mal ein bisschen verfolgen. Unser Druck. Kann man so gesehen, füllen sich jetzt langsam ins Optimale. Wunderbar. So kann man einfach Schritt für Schritt auch ein bisschen den LKW hier verstehen, wie er arbeitet. Das ist schon meiner Meinung nach sehr, sehr interessant gemacht. Ich glaube, ich habe auch sehr viel durch den ETS 2 gelernt, was den Straßenverkehr angeht, was die Beschilderung angeht, was im Allgemeinen eigentlich so relativ alles angeht, habe ich doch schon viel aus dem ETS 2 mitnehmen können. Da bin ich auch froh drüber. Weil wenn ich das so sehe, hat mir ETS 2 und City Car Driving geholfen, den Führerschein zu machen. Ohne Spaß. Also ich habe während der Prüfung sehr, sehr viel ETS 2 gespielt. Einfach aus dem Grund, da es mir dann doch irgendwo geholfen hat. Mit der Beschilderung. Im ETS 2 sind die Schilder genauso realistisch wie im echten Leben und von daher ist es vollkommen okay, dass man die Schilder dann erkennt. Und deswegen sollte man das dann immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ah, wie fuhr ich denn damit bei ETS 2? Wisst ihr, das ist echt lächerlich, wenn man das so sagt. Aber ohne Spaß, es hat mir persönlich doch, ich würde sagen, mir zum Führerschein verholfen. So, der Druck bleibt jetzt stabil. Öltemperatur 90 Grad, Wassertemperatur 80 Grad. Ich muss sagen, der LKW läuft momentan sehr, sehr gut. Wir verbrauchen natürlich relativ viel Sprit, da wir die ganze Zeit 97 km/h fahren. Ich kann es auch nachvollziehen, aber hier ist es erlaubt, warum sollte ich weniger fahren? Das wäre ja völliger Schwachsinn. Achso, wenn ich, ich nehme ja jetzt immer Folge für Folge gemütlich auf, sollte ich jetzt mal eine Fahrt zu lang haben. Durch unser tolles Internet kann ich eben keine langen Folgen momentan hochladen. Und dann wird die Folge halt geschnitten. Und ja, dann habt ihr halt zwei Folgen. In der einer sage ich nicht Tschüss und in der anderen sage ich nicht Hallo. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, im Juni startet noch ein neues Let's Play. Das kommt auch erst im Juni raus. Mitte des Jahres, Mitte des Monats, also am 18. Juni kommt das Spiel raus. Und vielen herzlichen Dank nochmal an die Entwickler. Das ist ein Indie-Shooter, total geil gemacht im Retro-Style, mit echt verrückten Charakteren und ich glaube, das wird ganz lustig werden. Ich hatte den Key angefragt,
weil ich gefragt wurde, ob ich einen haben möchte. Ich habe mir das Spiel angeguckt und ich dachte, komm, wir bringen ja hier auf dem Kanal zwischendurch so Kleinigkeiten und diese Kleinigkeit könnte zum Kanal passen. Ich fand es ganz lustig und auch wenn es nur wie Far Cry 5 zum Beispiel jetzt nur 200 Leute sehen, ist es mir relativ egal, weil 200 Leute haben Spaß an diesem Video und feiern es dann mindestens genauso sehr wie ich. So viel zu dem Thema. So, nochmal kurz ein Stück weit beschleunigen. Aber der Weedharder bremst uns direkt zurück, das ist gut. Wir schaffen es tatsächlich kaum zu beschleunigen. So, jetzt sind wir an ihm vorbei. Jetzt setzen wir uns auch vor ihm. So. Die Baustellen sehen so gut aus mittlerweile. Also, wenn ich überlege, wie ETS 2 damals aussah, im Vergleich zu jetzt, ist es natürlich ein Weltenunterschied. Es hat sich einfach sehr, sehr viel getan. Das finde ich auch positiv, aber es hat sich noch zu wenig getan. Also es muss noch einiges gemacht werden. Die Deutschlandkarte müsste aktualisiert werden. Ja, nicht nur die Deutschlandkarte, auch unter anderem. Eigentlich jede Karte muss nochmal so ein kleines Refresh bekommen. Nochmal so schön aufgearbeitet. Neue Texturen. Wenn es möglich ist, 4K-Texturen, das wäre natürlich mega. Aber 4K-Texturen kosten echt Performance und das Spiel hier ist nicht auf Performance aufgebaut. Ich glaube, die Entwickler sind froh, dass es unter dieser Leistung einfach so fährt. So, jetzt ein bisschen beschleunigen hier, bergab nutzen und schön rollen lassen. Auch wichtig. Ah ne, wir müssen gleich runter, sehe ich gerade. Ah, das ist ja cool, sind wir da. Das ist gut. Das ist gut. Ja, City Car Driving kommt ja auch wieder, habt ihr gesehen. Hoffe ich zumindest. Mit vielen neuen Mods. Und ich freue mich natürlich über jedes einzelne Kommentar, was da gelassen wird. Und vielen herzlichen Dank übrigens nochmal auch in der letzten Folge an über 200 Likes. Ihr seid einfach klasse, Leute. Vielen herzlichen Dank dafür. Es ist nicht selbstverständlich, dass man so viele Likes bekommt. Eigentlich erwartet man 100. Also 100 freue ich mich immer, wenn 100 Leute sagen, boah, geil, die Folge ist so mega oder es hat mich unterhalten oder es hat mich zum Schlafen gebracht. Like. Wisst ihr, das ist, ich freue mich wirklich über jeden Like. Ich sitze dann abends wie so ein kleines Honigkuchenpferd neben Janine, neben meiner Frau, falls die Leute jetzt hier neu sein sollten und, sitzt da und guckt so, Schatz, guck mal. Den Leuten hat das Video voll gefallen und das ist wirklich so, Leute. Das ist, ich freue mich wirklich über jedes einzelne Video, was ich uploade und über jedes einzelne Video, worüber ihr euch freut. Freue ich mich auch. Ja, wir haben hier Real-Life-Kulisse im Hintergrund, ist auch schön. Mal ein Motorrad. Zwischendurch kommen hier auch Elefanten lang gewandert. Na, ich hoffe nicht. Aber ich habe eine Frage an euch, die könntet ihr noch beantworten. Was haltet ihr von der Weltidee Führerschein ab 17? Ich weiß, das gibt es schon lange, aber ich habe darüber noch nie wirklich nachgedacht. Und meine ernste Meinung ist, nein, ich bin dagegen. Ich bin definitiv dagegen. Ich bin so dagegen, dass Dagegener kann man gar nicht sein. Boah, ist hier Nebel oder so? Ist ja ekelhaft. Aber gerade fies hier bei der Einfahrt. Ganz kurze Erklärung, warum ich dagegen bin. Weil ich finde, mit 17, genauso wenig mit 18 oder 20, ist man einfach nicht reif genug, ein Fahrzeug zu bewegen. Nicht jeder ist reif genug, ein Fahrzeug in diesem Alter zu bewegen. So sollte ich das sagen. Weil viele holen sich dann PS-Klitschen und, ja. Die sehe ich dann meistens irgendwo an der Autobahnraststätte an einem Baum hängen oder an der Autobahn am Baum hängen oder in den Nachrichten kann man es dann lesen.
Was natürlich alles sehr schade ist, ne? Das tut einem schon in der Seele weh. Wer hat diesen beschissenen Parkplatz für dieses Paket hier ausgesucht? Ja, ist gut gegangen. So, dann fahren wir das mal flott zum Ziel da vorne. Das ist ja jetzt nicht so schwer. Ist halt nur eine doofe Stelle ausgesucht worden. Aber wenn bei der Anlieferung kein Platz ist, setze ich euch das Ding gerne verkehrt rum. Weil so kommen sie ja nicht dran. Hier hin. Kein Problem. Mache ich doch gerne. So, Spiegel aus. Motor aus. Handbremse rein. Lichter aus. Und abkoppeln. Sehr schön. Haben wir das auch wieder erledigt. Ausgezeichnet, kein Schaden. Wir haben mittlerweile 248.000 Euro. Davon sind halt Schulden. Die müssen wir noch abbezahlen. Und Leute, ich würde... Oh, wir haben sogar einen leichten Perleffekt. Seht ihr das oben an dem... Oder ist das einfach nur Dreck? Ne, es perlt. Schöner Lack. Muss ich wirklich sagen, das Rot gefällt mir sehr gut. Der Stier auch. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, Leute. Bleibt mir seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut. Ciao.